weiß ja wohl, wie meine Ziele aussehen. Doch wie finde ich sie? Wir haben Spione und Helfer in jeder Stadt. Besucht unsere Büros, dort bekommt ihr Hilfe. Okay. Das gilt für Torres und Rogers. Doch Bartholomew Roberts ist nicht in einer Stadt. Das kann Monate dauern. Oder Jahre. Doch ihr seid talentiert und habt Qualität, Captain Kenway. Ich glaube, ihr findet ihn. Und wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich jederzeit auf deinen Quartiermeister verlassen. Ach, unser Kumpel ist auch wieder da. Und nochmal. Wie lautet unser Kurs? Nach Westen, Captain, sofern Kingston noch unser Ziel ist. Das ist es, Miss Bonnie. Den Befehl. Anker lichten und Segel setzen, Männer. Wir segeln nach Jamaika. Na denn. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag mit dem nächsten, mit der nächsten Mission. Wie fühlt es sich an, so laut zu brüllen? Ich war schon lauter. Und zu Männern auch gröber. Warte mal, wir haben eine ewig lange Strecke vor uns. Also ich gerade. Die nächste Mission wäre dann wahrscheinlich. Wir brauchen gar nicht so weit zu segeln. Wir machen einfach den kurzen Cut hier. Und dann, also was heißt ein kurzen Cut? Wir machen einfach eine kurze Schnellreise. Wir waren nämlich schon mal in Kingston. Ja, gut, können wir den Weg direkt relativ etwas kürzer machen. So, jetzt müssen wir gucken, wo die nächste Mission ist. Die ist hier oben und heißt kein Gouverneur mehr. Na denn. Wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag und wir machen heute weiter eben mit dieser Hauptmission. Es ist insgesamt die viertletzte Mission in diesem Let's Play. Nur so neben. Moin. Nö, nö, alles gut, gerade bisher geht's. Warte mal. Ich brauche jetzt nicht unbedingt da hoch. Aber warte mal, ich könnte mich mal kurz im Aufrüsten. Ich könnte mir so, wo ich gerade schon mal hier bin. Bevor ich jetzt wieder irgendwelche Dinge vergesse. Mache ich das mal kurz. Eben. Also neue Missionen. Neue Dings holen. Wir brauchen nichts mehr groß kaufen jetzt. Wir haben jetzt 28. Also warte mal, Schwertsatz habe ich ein bisschen was Schönes. Teuer, nicht allzu teures. Komm, oh, 4, Geschwindigkeit, Schaden. Na gut, okay. So weiß ich auch nicht. Die will ich gerne hier, diese Offiziersrapiere. Ich glaube, die sind momentan die ersten, die wir haben. Die hätte ich soweit gerne. Die würden mehr Geschwindigkeit machen, aber. Ich hole jetzt mal Munition. Brauchen wir nicht. Berserkerpfeile haben wir. Schlafpfeile haben wir. Rauchbombe haben wir aber keine. Die brauchen wir vielleicht jetzt noch. Und Wurfpfeile haben wir noch. Die will ich zwar nicht nehmen, aber ich würde eh meine obligatorisch, meine Lieblingsvariante nehmen. Wahrscheinlich eher mit. Warte mal, jetzt mal kurz hier hoch. Doch, passt so. Wir sind so ausgestattet, wie ich das gerne hätte. Na ne, auf geht's zur Mission. Wie gesagt, natürlich ziehe ich das Ding jetzt komplett durch, ohne da jetzt irgendwas groß zu machen. Wir könnten natürlich jetzt auch wieder die ganze Städte erobern und hast du nicht gesehen. Aber nu. Das ist eh alles obligatorisch. Aber es hat extremst viel Laune gemacht. Bisher. Man weiß, was noch kommt. Sequenz 12, kein Gewunder mehr. Captain Kenway. Ihr habt etwas für mich? Den Aufenthaltsort des Templers Woods Rogers. Der ist auf einer kleinen politischen Feier. Also seid leise. Man munkelt, King George bestellt Rogers zurück nach London. Ei, unzufrieden mit seinem Fortschritt in Nassau. Weil es immer noch zu viele Piraten gibt, habe ich gehört. Du musst dich verkleiden, um die Puderquasten auf der Feier zu täuschen. Ich schlage diesen Diplomaten vor, Ruggero Ferraro. Der steht schon lange auf unserer Liste. Ich verstehe. Okay. Sendet ihr das hier nach England für mich? Ei, morgen läuft ein Schiff aus. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. So. Den italienischen Diplomaten aufspüren. Noch ist es sehr unwichtig, dass wir gerade so viele Feinde rumrennen, warum auch immer. Was ja, scheinen sie uns so ein bisschen in Ruhe zu lassen. Sollen sie auch mal ruhig.
Hier ist noch keiner. Kann ich mal hier hoch? Gefunden. Den wollen wir verfolgen. Optionales Ziel, ihn aus einem Heuhaufen zu töten. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie die Tiere, wie das Vieh, ohne jeglichen Anstand. No, no, Bella, Bella. Ich will noch töten endlich. Lass mich gerade, ich muss wahrscheinlich dann wieder irgendein. Das Gute ist, wir haben kein Sperrgebiet. Ihr seid alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Tschüss. Das optionale Ziel müssen wir sowieso nicht machen, aber wenn sie nicht klappen, klappen sie nicht. Who cares? Jetzt gehst du natürlich ins Sperrgebiet, ernsthaft? Sehen wir das Kleine. Na geil. Du hast... Was? Okay, also ich soll den töten, aber ich darf ihn nicht. Ich darf ihn nicht. Warum auch immer. Okay, why not? Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Das heißt, wir haben natürlich jetzt keine. Wachen, keine Munition und alles. Also, Fakt ist, wir dürfen nicht erwischt werden. Warum kaufe ich gerade? Warum habe ich jetzt gerade für teures Geld Waffen gekauft, weil ich eh nicht darf? Das würdest du einfacher machen. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit, keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Da hört sich gar nichts damit zu. Ja. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleier. Die Frage ist, ob die Mission ermittelt wird, ist nur der. Stimmt, aber es ist ja zu einfach. Da komme ich schon noch ein bisschen was dazu. Preise den Herrn für importierte Wein. Scheiße, ich hätte dich töten. Ich hätte ihn töten sollen. Also so machen sollen. Okay. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Das Problem, wenn ich natürlich nicht alles auf einmal machen müsste, sondern einen kleinen Cut, den links halt auf der Cut ziehen. Also, beziehungsweise einen Checkpoint hätte, gerne. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit.
Ich habe leider natürlich keine Dings, keine. Und trotzdem folgen sie ihm weiterhin. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Mio Dio, es ist wieder. Das zählt schon als. Ich wollte da rein an das Ding. Warte mal kurz. Regeln los, Captain. So, warte mal. Machen wir es etwas anders. Helfe mal ein bisschen mit. Ein bisschen nach. Die sollen nämlich die Typen alle mitnehmen. Vielleicht schaffen wir das so. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit. Keinerlei. Ihr lauft herum wie die Tiere. Wie das Vieh ohne jeglichen Anstand. Vielleicht kann ich ja nicht die Wachen weg haben, dass ich den dann hole. So, die sind natürlich jetzt. Nein! Wo wurde ich denn wieder entdeckt jetzt, ey? Oh Mann, wo wurde ich denn entdeckt? Va bene. Ich bin bereit. Gehen wir. Wo zur Hölle wurde ich denn schon wieder entdeckt jetzt? Warte mal, machen wir etwas anders. Na, komm mal mit. Eigentlich, wenn das natürlich das Einzige ist, ist es relativ easy eigentlich, aber ich stelle mich damit gerade ein bisschen dämlich an. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit. Stopp. Keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie Tiere, wie das Vieh ohne jegliche Thank you.
Gesundheit, alle Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist der Schleier. Ah. Folgt mir da jemand? Hey, du, was? Nein, der war keiner. Wer trinkt schon mehr als einmal im Monat Rum? Es ist wieder. Was da? Ich habe mich verlaufen. Wie kümmerlich diese Spur. Ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Was denn jetzt schon wieder? Wieso wurde ich enttappt? Ich hab den Typen nur getötet. Ey, das ist doch nicht wahr. Ah, oh, Mann. Ja, Babene. Ich hab den Typen doch nur getötet. Mitkommen. Ihr seid Idioten, ein Haufen Idioten. Warum ihr Engländer glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir Schleier. Ich vermisse die warmen, gewundenen Straßen von Firenze. Ich vermisse die Kultur. Natürlich wurde ich entdeckt. Ernsthaft. Lass mich raten. Babene, ich darf jetzt wieder alles nochmal neu machen. Fuck. Ja, natürlich. Ey, wenn ich das nicht immer alles wieder neu mache. Geh weg! Och Mann, ich will doch nur den Typen da die mitnehmen. Ja, wir stehen ja lieber dabei noch ein bisschen im Wege. Va bene. Ich bin bereit. Ja, komm hier. Mitkommen. Ihr lauft herum wie die Tiere. Das Vieh ohne jeglichen Angriff. Die Frauen.
Das wird jeder letzte Versuch werden. Wie gesagt, dann muss ich eine kleine neue Folge. Natürlich wurde ich entdeckt. Von wann bin ich, wurde ich jetzt entdeckt? Ich bin doch nur den Typen hinterher. Oh, ey. Von was wurde ich jetzt wieder entdeckt? Mitkommen. Warum, ihr Engländer, glaubt, ihr könntet die Welt beherrschen, ist mir schleierhaft. Mann, 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 ich will diese Typen nicht haben. Deswegen wurde ich gesehen. Das trifft den richtigen. San Giovese, die beste Traum der Welt. So, warte mal. Kann ich da nicht hoch? Nee. Da kann ich. Warte mal kurz, da sind noch Leute zum Bestechen. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich muss jetzt ein bisschen drauf zögern, dass ich den... Hey, ich bin rausgelaufen! Du bist entdeckt! Ja! Babene! Ihr Idioten! Und töten mich! Und da nicht töten! Und oh, ich kann diese Mission nicht mehr sehen. Ich bin froh, wenn ich es in den Hammer habe. Gut. So, wir sind immer noch dran mit dem italienischen Gouverneur. Ihr kennt das mittlerweile.
Wir müssen ihn töten. Wir lassen jetzt mal gerade so ein bisschen die Gegner außerhalb. Oh, warte mal, wir machen das. Wir machen das trotzdem weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht beendet habe. Natürlich. Warum nicht? Also, es ist nur das erste von drei Zielen. Ich glaube, das ist eine etwas größere Mission jetzt, die ganze Geschichte. So, wir werden aber jetzt was anderes probieren, andere Taktik ausprobieren. Ihr sollt mitkommen. Ich habe auch ein bisschen was übersehen, deswegen werden wir das etwas anders angehen. Weil hier rechts sind Waffen, die nehme ich mit. Geil, wenn du natürlich keine Munition hast. Ah, natürlich. Danke, dass ihr jetzt... Also die Waffen hat sich schon mal erledigt. Das ist schon geil, wenn du dann quasi mehr oder weniger von deinen eigenen Leuten da reingedrückt wirst in die Mission. Komm. Vergnügt euch. Diese Stadt besitzt keinerlei Schönheit. Keinerlei Lebensfreude, kein ästhetischer Plan. Ihr lauft herum wie Tiere. Das Vieh ohne jeglichen Anfang. Vor allem, der erzählt weiter. Ach, sie kommen schon wieder. Jetzt haben die Typen wieder gemurzelt. Also, los geht's. Schick die zur Hölle! Das war vielleicht zu früh. Nee, jetzt nicht. Erledigt. Boah, alter Verwalter. So, dann haben wir den zumindest schon mal weg. So, solange er verkleidet ist, etwas auf dem Verzieg kommt, Mito. Salve. Bitte verzeihte mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Mr. Ferraro. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge beliebt, seine Majestät mich zu entlassen,
und beruft mich zurück nach England. Ja, yep. Lass mich raten. Ich hoffe, dass ich jetzt hier einen Checkpoint drin habe. Ich hoffe, dass ich hier einen kleinen Checkpoint drin habe. Ja, habe ich. Alles klar. Ich bin jetzt ziemlich froh. Ich habe keine Waffen, ne? Salve. Bitte verzeihte mir meine Verspätung. Ich bin Ruggiero Ferraro. Okay, wegschießen kann ich nicht. Kein Problem. Ladies and Gentlemen, einen Toast auf meine kurze Zeit als Gouverneur der Bahamas. Denn unter meiner Führung haben stolze 300 Piraten das Generalpardon akzeptiert und der Krone die Treue geschworen. Und doch, trotz all meiner Erfolge will ich deine Majestät nicht zu entlassen und beruft mich zurück nach England. Ja, Gott segne, Captain. Darum, hurra! Hurra auf die ehrlosen und ignoranten Schnösel, die mit einem Stock im Arsch die Welt regieren! Hurra! Hier kann ich es gerade nicht tun, weil wenn ich den jetzt töte... Und wie geht es Mrs. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher, wenn sich mein... Warte, das zweite Ziel... Rogers Rogers... Ach, das ist der! Verabschiedet. Der Italiener war quasi jemand anders. Dadurch gehst du wieder da voll in das in die Truppe rein. Dass ich die Instandsetzung von Nassau aus eigener Tasche zahlte. Mehr als 3/4 der Arbeiten auf dieser vermaledeiten Insel bezahlte ich von meinem eigenen Geld. Und wenn das nicht der Beweis meiner Hingabe ist, dann ist der König ein Narr. Die werden mich natürlich sehen. Warte mal. Wie muss ich den töten? Steht da drin auf einer, von einer Bank aus. Meinen Sie mit Bank jetzt mehr oder weniger... Meinen Sie jetzt Gebäudebank? Oder... Alter, nehmt euch ein Zimmer. Meint ihr von der Gebäudebank oder jetzt meint ihr jetzt eine Sitzbank? Danke für die Ausrichtung meiner Abschiedsfeier, ich war auch nicht so ungestüm. Eure Rede war sehr offenherzig, doch nichts, wofür man euch hängen wird. Bald sind alle Monarchien der Welt überflüssig. Und wenn dieser Tag kommt, werden Männer wie Torres und ich uns als Architekten ihres Untergangs zu erkennen. Töten kann ich sie jetzt alle nicht, weil das einfach viel zu viele sind. Erstens würde mich wahrscheinlich sehen. Eure Entlassung ist eine Affenschande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Auch jetzt. Kannst du jetzt mal bitte deinen Scheiß machen? Wenn der König mich anhört, kommt er sicher zu einer vernünftigen Lösung. Ich stehe natürlich jetzt hier rum. Ich kann jetzt natürlich nicht allzu viel machen. Ich möchte vielleicht mal ein bisschen... Ihr seid Mr. Ferraro, oder nicht? Ich bewundere eure Gewänder. Diese Eleganz. Guten Tag, Frau. Warte, warte. Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, Sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste.
Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Vielleicht bin ich später freundlicher. Ja, super. Ich wurde natürlich voll entdeckt. Es war vielleicht ein bisschen... Na, ich habe einen Versuch mal gestartet, den jetzt irgendwie so wegzuholen. Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Spanier angefreundet habt. Laureano Torres. Ist das wahr? Ist es. Und ich bin stolz darauf. Von die Barbaren von Nassau in mir bei Gott. Und so will man Choyok. Mir danken. Verdammt richtig, so war es noch. Wir sollten mal den Typen abhaken. Wenn ihr einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Und wie geht es Mrs. Rogers heute? Ich habe nicht die geringste Ahnung und ich habe sicher nicht vor, sie danach zu fragen. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Bitte verzeiht meine Neugier, Governor. Ja, ich bin später freundlicher. Wenn sich mein Verstand verabschiedet hat. Nein, ihr sollt nicht stehen! Das war nicht beabsichtigt. Jetzt! Nicht den Typen! Ihr solltet den Governor ablenken! Hier, Säcke! Oh, Mann! Das nicht Beweis meiner Hingabe ist, dann ist der König ein Narr. Scheiße, den hätte ich so gern gehabt, den Typen. Der wäre schön auf meine, wäre schön, schön in links gelaufen, aber ich habe den jetzt, hab den natürlich jetzt. Ja, Säcke, Mann, oh. Schande, Rogers. Ihr habt mein Vertrauen. Okay. Geh weg. Das ist total toll, weil man natürlich ja ohne Ende Feinde hat. Und das werden eh mehrere Folgen. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. Man erzählt sich, Rogers, dass ihr euch mit diesem Kinder angefreundet habt. Laureano Torres. Komm mal, komm mal mit. Und ich bin stolz darauf. Torres war ein Gouverneur wie ich. Und wie ich hat er voller Hingabe für Gerechtigkeit gesorgt. Nein, nicht schon wieder die Typen! Ich habe nicht die geringste Ahnung. Oh Mann, ihr wechselt immer mal genau. Wir trennten uns vor beinahe 5 Jahren und das war für uns beide wohl das Beste. Zwang die Barbaren von Nassau in die Knie bei Gott und so will man es mir danken. Ich glaube es nicht. Verdammt richtig, so war es, Rogers. Und falls ihr zu Hause einen Leumundszeugen braucht, gebe ich euch gern einen Empfehlungsschreiben. So, jetzt guck mal, das ist die zwei da. Da sind natürlich noch mehr.
Oh, die gehen jetzt mit. Ich hoffe, dass er die zwei jetzt sagt, dass er die jetzt wegschickt, die Typen. Mit weniger ein bisschen alleine mit den Damen unterwegs ist. Aber ich habe mal so das Ganze. Das sind stilvolle Gewänder, doch bei dieser Hitze hier sicher nicht bequem. Das sind viel zu viele. Doch für Männer mit Geschmack. Ich sage, das sind stilvolle Gewänder. Lasst uns das eine andere Hitze hier sicher nicht bequem. Natürlich geht der. Ja, du sollst eigentlich doch die Typen mitnehmen. Nur den Typen. Das ganze Knicken, die kriege ich nicht von hier weg. Geschafft. Du warst selbst ein Freibeuter. Warum hast du so wenig Respekt vor Männern, die nur ihren eigenen Weg gehen wollen? Du wirst meine Gründe niemals verstehen können, Cretin. Du, der du im Leben immer nur zerstört hast, was unsere Zivilisation groß macht. Ich kann es verstehen. Ich sah das Observatorium und kenne es gemacht. Du würdest damit doch nur spionieren, erpressen und sabotieren. Ja. Und alles für einen höheren Zweck. Für die Gerechtigkeit. Um Lügen zu ersticken und Wahrheit zu suchen. Kein Mensch auf Erden braucht eine solche Macht. Und doch erträgst du es, dass Roberts es nutzt. Nein. Ich hole es zurück. Und wenn du mir sagst, wo er ist, halte ich ihn auf. Am Ende der Klinge finde ich doch noch einen Freund in dir. Prinzipe, verrückter Hund. Unsere Quellen sagen Prinzipe. So, dann ist der zumindest auch schon mal weg. Aus den Gebieten kommt. Tschüss. So, das Assassinenbüro erreichen. Wie fragst du denn jetzt? Wo ich jetzt echt da außen rum oder was? Naja, jedenfalls haben wir das Thema dann irgendwann doch abgeschlossen, also mit Hilfe ein bisschen. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Jetzt müssen wir hier einmal komplett außen rum. Zurück zum Schiff oder wo? Die Frage ist, ist das jetzt die Mission gewesen komplett oder ist das nur der... Er sagt der erste Ziel, ne? Warum den direkten, warum nicht den direkten Weg? Nein, man muss ja komplett außen rum, außen hoch. Alter, nicht da, wirklich ernsthaft? Tschüss. So.
So, jetzt auch wieder außen rum zum Gebäude. Ja, zum Assassinenbüro zurück. Geschafft. Erledigt. Wohin jetzt? Pack deine 7 Sachen, wir segeln nach Afrika. Jo. Das war dann die Mission, kein Gouverneur mehr. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit der nächsten Mission. Thank you.